Oh nee, komm. Oh, klasse, du hast es geschafft. Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Hoffentlich. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Ups, ich habe mich bewegt. Okay, gut. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Nein. Ah! Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Na, weiß ich auch nicht. Egal, du bist meine Lampe, ich fühle mich wie in einem Horror-Game namens 4 oder so. Egal, also ich laufe einfach mal. Ganz schön dunkel hier, was? Nee, ehrlich? Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Oh, das ermutigt mich so toll. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Wollen nicht wir stehen bleiben, der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein. Okay. Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Woho! Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Woho. Oh, schön gemacht. Ja, kannst mal sehen. Wow. Wow. Okay, das ist gerade nicht so toll. Oh. Oh. Schnell, hier lang. Oh. Woho. Lust auf eine kleine Geschichte? Natürlich. Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Was für ein Korridor? Willst du mich verarschen? Was zum Teufel für ein Korridor? So witzig. Ach so. Mein Gott, sag das doch. Hallo? Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Ja, wie? Kommst du an die Mauer da hinten ran? Natürlich. Natürlich, natürlich, die. Okay, ja. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Schleim jetzt nicht. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Und meine Brüste, ne? Die sind auch toll, ne? Kannst du mir zeigen, wo ich jetzt lang muss? Ach so, hier lang. Okay. Oh Gott, nee, hier werden die Teile gebaut. No! Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Ja, den einfachen, ne? Du nimmst natürlich den einfachen. Wow. Das war dumm. Ja. Nochmal. Wo zum Teufel muss ich lang? Ach da, ach, hier sind wir. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Okay, tschüss. Sehen wir uns unten. Viel Glück. Bis dann. Oh yeah. Aber neigt sich das Spiel schon dem Ende? Das ging irgendwie ziemlich flott.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es noch das Ende. Wie viele Teile gibt's denn? Wir sind jetzt Teil 5, die Flucht, oder? Huhuhu. Oha. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Warum nicht? Ey! Okay. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Nö. Okay, wo soll ich jetzt hin? Witzig. Oha. Oha. Ach, das war ja natürlich klar. Natürlich muss ich runterfallen. Ja. Ins wohl bodenlose Gelöt von dem von GLaDOS. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Kannst du die mal. Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Ich würde hier jetzt gern hoch. Oh mein Gott, ey, komm. Aber wo muss ich denn da hoch? Epijohn Laboratories. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Tiff. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Nö. Ah, hier muss ich halt so lang. Und natürlich falle ich wieder runter. Oh mein Gott. Mich gerade ungeschickt. Ich glaube, ich werde müde. Ja, ich werde müde. Ich fange auch schon an zu gähnen. Ja, dann würde ich aber mal sagen, ich mache hier mal einen Minischnitt. Bis dann.